Ich habe mir einen neuen Videoschreibtisch zusammengestellt, um möglichst einfach streamen und Videos aufnehmen zu können. Wie genau der Schreibtisch aussieht, zeige ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Felix Beilharz und in diesem Video zeige ich dir meinen neuen, erweiterten, verbesserten Videoschreibtisch. Ich habe Ende 2020 schon mal ein Video gemacht zu meinem damaligen aktuellen Stand. Inzwischen ist einiges Neues dazugekommen, einiges weggefallen, also der Schreibtisch ist jetzt besser und ich kann jetzt noch einfacher und noch schneller Videos aufnehmen und auch besser und einfacher und schneller streamen. Alle Bestandteile zeige ich dir in diesem Video und alle Links zu allen Teilen findest du unter diesem Video. Zuerst mal legen wir los mit dem Greenscreen. Das ist ein ausziehbarer Elgato Greenscreen, der an der Decke oben festgemacht ist. Den kann ich rauf und runter ziehen. Wenn ich mal ein Video mit einem normalen Hintergrund, normalen Wand im Hintergrund haben will, kann ich den einfach so hochrollen. Habe ihn aber meistens unten, weil ich meistens ja vor einem Greenscreen Videos mache. So, der Schreibtisch besteht erstmal im Wesentlichen aus drei Monitoren. Die sind alle an solchen hydraulischen, beweglichen Schwenkarmen hier verbaut. Also ich kann den in alle Richtungen drehen und bewegen, wenn ich das will. Das will ich vor allem deswegen, weil hinter dem mittleren Monitor sich die Kamera befindet, das Herzstück quasi des Videoschreibtischs. Heißt, wenn ich Videos aufnehmen will, muss ich einfach nur den mittleren Monitor runterziehen und schon habe ich die Kamera, die eben dahinter ist. Und sonst ist der Monitor meistens nach oben gefahren, damit alle auf gleicher Höhe sind. Die Kamera dahinter ist eine Sony Alpha 6400 in einem Rig von Small Rig, einfach mit ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich das Ganze festzuschrauben. Die ist montiert in einem Ringlicht von Elgato. Ich habe mittlerweile alles von Elgato mir angeschafft, also Greenscreen, Lampen etc. Alles kommt von Elgato, das Ringlicht eben auch. Neben dem Ringlicht habe ich noch zwei weitere Lampen, die sind vor allem dafür da, um den Greenscreen auszuleuchten, damit es da keine Schatten gibt irgendwie und das Ganze nicht nachher komisch aussieht, mit komischen Rändern. Und wie das genau gesteuert wird, zeige ich euch und zeige ich dir gleich. Also drei Monitore, Kamera, der ist befestigt, die Kamera an einem ebenfalls gut verstellbaren Monitorarm, der am Schreibtisch festgemacht ist. Alle Gegenstände hier, die Kamera und alle Monitore sind am Schreibtisch befestigt, sodass hier unten unter drunter alles komplett frei bleibt und alles recht flexibel ist. So, das Kamerasignal läuft über ein HDMI-Kabel in das Atem Mini Pro von Blackmagic Design rein, der Atem Mini Pro. Der steuert eigentlich nur bei mir das Videosignal und der geht dann über USB in den PC. Das kann deutlich mehr, bei mir leider unter benutzt. Ich nutze es nur als Videosignal. Eine normale Capture-Karte würde auch reichen, aber ich bin ein Technik-Fan, deswegen habe ich mir das Ding angeschafft. Wer weiß, wofür es mal eines Tages gut sein könnte. Das ist das Videosignal. Das Audiosignal läuft über den Rode Caster Pro, relativ neu jetzt. Der hat momentan da hinten zwei Mikrofone angeschlossen. Einmal das, was ich jetzt gerade trage. Das nehme ich jetzt gerade über ein Aufnahmegerät auf, aber normalerweise, wenn ich über die Kamera aufnehme und streame, geht das Ganze über mein Lavalier-Mikrofon. Dafür wiederum verwende ich das Rode Go-Mic, heißt das glaube ich. Eine Funkstrecke von Rode, die einfach dann mit dem Adapterkabel in das Rode Caster Pro eingebaut werden kann. Das zweite Mikrofon, was drin hängt, ist das hier, was auch an einem hydraulischen Schwenkarm verbaut ist. Das ist das Rode, glaube ich, NT1A heißt das, glaube ich. Das ist ein ordentliches Podcast-Mikrofon, das ich verwende für zum Beispiel Zoom-Meetings, die 8 Stunden dauern, also Ganztagsseminare, wo ich nicht auf den Akku der Funkstrecke vertrauen will, oder auch für Podcast-Aufzeichnungen. Hat einen deutlich besseren Ton, mehr Tiefen drin, deswegen nehme ich das Mikrofon ganz gerne. Habe es aber bei Videos nicht sogar in dem Bild, deswegen meistens ein Lavalier-Mikrofon und bei Streams das Rode NT1A. Eben auch gut wegfahrbar, wenn ich es mal nicht brauche, kommt es einfach hier an die Seite. So, also wir haben Kamera, wir haben drei Bildschirme, wir haben das Atem Mini Pro und wir haben den Rode Caster Pro. Um das Ganze technisch zu regeln. Unter dem Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, hängt der PC. Da kann ich auch gerne mal den Link reinpacken, wo der herkommt. Ein ordentlicher Gaming-PC, der auch genügend Leistung hat für Video-Rendering und so weiter. Das Ganze steuere ich dann mit diesem wunderschönen Objekt hier, nämlich dem Stream Deck. Das Stream Deck ist ein sehr, sehr nützliches kleines Tool, um Dinge zu kombinieren und zu steuern. Ich kann zum Beispiel die Lampe, die ich euch gerade schon gezeigt habe, mit einem Klick einfach anmachen. Sieht dann so aus.
oder wieder ausmachen. Sieht dann so aus. Und auch bei meinen 7x7x7 Videos, Link ist jetzt hier oben drin, steuere ich alle 7 Szenen, Intro, Outro und so weiter, automatisch beim Aufnehmen direkt mit dem Stream Deck. Und es wird auch direkt aufgenommen und beendet die Aufnahme alles mit Stream Deck, sodass am Ende ein fertiges Video steht und ich nichts mehr schneiden muss. Jo, das waren so die wichtigsten Elemente des Videoschreibtisches. Alle Links, wie gesagt, unter diesem Video. Mir war es wichtig, dass ich möglichst schnell ohne allzu großen Umbauaufwand vom normalen Arbeiten zum Videoaufnehmen switchen kann oder auch zu einer Videokonferenz switchen kann und es trotzdem in guter Qualität tun kann. Das habe ich hiermit geschafft, das ist mein Status Quo. Mal gucken, das ist jetzt die zweite Iteration dieses Schreibtischs. Habt ihr Ideen, was noch fehlt, was ihr vielleicht anders besser machen könnte, was ihr noch habt, was ich noch nicht habe? Das wäre ganz spannend. Und wenn es interessiert, das Video jetzt gerade nehme ich nicht mit der Kamera auf, logischerweise, sondern das nehme ich mit dem DJI Osmo Mobile Pocket auf. Und das Mikrofon, wie gesagt, ist dann das Rode GoMic mit einem Rode Lavalier. So, das ist mein Videoschreibtisch. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr noch habt, was ich noch nicht habe, was ich auch mir anschaffen sollte. Bin gespannt auf eure Vorschläge. Bis zum nächsten Video, dein Felix Beilharz.